Heute mal ein kurzes Aufklärungsvideo über philippinische Postlaufzeiten. Abgeschickt, wie ihr sehen könnt, in Deutschland am 14. Dezember letztes Jahr 2022, in Manila angekommen am 23. Dezember 2022. Es hat also alleine schon einen Monat plus gedauert, bis dieser Brief eben aus Deutschland hier angekommen ist. Und jetzt zeige ich euch das heutige Datum, denn wir haben den 17. Mai 23. Das heißt, es hat noch mal gut 5 Monate gedauert, bis der Brief dann hier bei mir war. Ihr seht also, Briefe in die Philippinen kommen tatsächlich an, aber es dauert eben teilweise sehr lange und die Laufzeiten von der philippinischen Post innerhalb der Philippinen sind extrem lang. Und man sollte, wenn es geht, immer die Handynummer angeben, denn dann kann die philippinische Post Textnachrichten schicken, beziehungsweise die Zusteller können dann mal anrufen. Also die Handynummer ist enorm wichtig auf jeder Sendung in die Philippinen.